Guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Train Symbol 3. So, nachdem wir letztens bei Tramsim in München waren, habe ich beschlossen, wir gehen heute mal auf die Münchner S-Bahn ein. Die liegt ja sozusagen kurz vor der Haustür, deswegen, ja, fahren wir heute mal in S-Bahn-Dienst in München. Ich schätze mal eine halbe Stunde ist perfekt. So, jawohl, passt. Bei 26,7 Grad kommt ungefähr mit den aktuellen schwülen Temperaturen, die mich sehr stressen und ich dazu nicht so gerne zum Gamen komme. Und mein PC natürlich auch nicht so richtig das Ganze verkraftet. Ah, ja, Leute. So. Okay. Okay, let's go, würde ich sagen. Wir steigen ein in unsere 423 mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern und beginnen bei Sonnenaufgang. Deswegen als erstes Rollo runter. So. Dann machen wir den Richtungswender an. Was müssen wir noch machen? So, so, so und wir brauchen. Fernlicht nicht, Signallicht, so Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht, Fahrgastbeleuchtung brauchen wir und ich würde sagen, wir fahren vor nach Maisach an den Bahnsteig. Perfekto. Schön geschmeidig. Nächste Station, Maisach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Noch nicht viel los hier in München. Heute ist ja Feiertag in Bayern, wahrscheinlich deswegen. 7:30 Uhr ist normal Rush Hour, aber jo, hält sich in Grenzen. Die Sechser nach Deisenhofen. Wir haben noch Signalrot. Ein Tick zu weit, aber egal. Passt noch. Wir entriegeln links, steigen mal aus und schauen uns das Fahrzeug an. Na, ach so, da ist ein Untergang. Ich wollte schon sagen, oh, falsch beschildert. Ja, am Ende keine Fahrgäste habe, bin ich selbst schuld. Das war die S6 nach Deisenhofen. Route eingeben. Zugverband. S6, Deisenhofen. Vorsicht bei der Einfahrt. S6, Passing Steinberg, Dutzend. Nur die S3 ist hier Deisenhofen, dann fahren wir halt als S3. Wird schon gehen. Wahrscheinlich dann. Schauen wir mal. Ach, ist sogar S3. Habe ich mich vertan. S3 nach Deisenhofen. So. Das passt alles. Haben wir schon die Ausfahrt frei? Ja.
können wir rein in das Führerhäusler, Tür zu, setzen uns, verriegeln die Türen. So, der Lokführer Daniel begrüßt Sie an Bord der S3 nach Deisenhofen und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte halten Sie sich fest, es könnte zu kleinen Rucklern kommen, aufgrund Schwierigkeiten. Egal, ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt. Jo, servus! So, wir starten! Jo, wir schaffen das! So. Mal kurz, nächster Halt ist dann Gelenden. Ich kenne die Strecke leider nicht auswendig, deswegen muss ich die Haltestellen nachschauen, tut mir leid. Ich meine, ich könnte auf Google einen Fahrplan öffnen, kein Thema. Aber, ja, könnte ich eigentlich gleich machen, aber das muss jetzt erstmal so. Schauen wir erstmal schnell. 20 dürfen wir fahren. Das ist ja das, was mich hier noch stört an Trains in World 3. Man könnte hier schön einen Fahrplan rechts reinbauen. Ich meine, selbst in Train Simulator, in Microsoft Train Simulator von ganz früher, der allererste, war das sogar möglich. Ich verstehe nicht, warum man das nicht hier schafft. Der Kollege. Und mal schauen, ob ich das S-Bahn-Fahren besser beherrsche als die Straßenbahn. Aber ich gehe mal stark von aus. Das Bremsen ist vielleicht hier schwieriger, ja. Nächste Station, Gerlinden. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteig und Zug. Vielen Dank. Gar keiner. Wahnsinn, die Leute schlafen heute alle oder was? So. Sind wir eigentlich ein doppelter Zug? Ich weiß es gar nicht. Manchmal fahren ja in München auch Dreifachtraktion, lol. Ja, wir sind ein doppelter. Ganz schön Leute steigen hier aus. So, guten Tag. Guten Tag. Ja, vielen Dank. Servus. So, wir steigen ein. Machen uns bereit. Türen verriegeln. Auf geht's nach München. So. Wir geben Gas, die Schienen auf den Lesen. So. Esting ist der nächste Halt, nicht weit von Gernlinden. Na, da vorne kommt's schon. Kann man schon von Gas runter und schon wieder in die Bremsstellung gehen. Das rentiert sich ja, das ist ja näher wie bei der Straßenbahn hier. Dieses Solarfeld da drüben, das reflektiert ganz schön.
Meine Güte, ich muss erstmal meine Sonnenbrille aufziehen. Wo habe ich denn die? Oh. Nächste Station, Esting. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sie befinden sich im Zug der S3 nach Deisenhofen. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Wir sind ein bisschen schnell, glaube ich. Ich bin keine Straßenbahn. Achtung. Das könnte knapp werden. Ah, es könnte lang. Komm schon, Baby, 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 Baby. Bleib stehen. Oh, geschafft. Gott sei Dank. Wir entriegeln links. Schauen hier raus. Guten Tag, Münchner Freiheit. Richtung München, bitte einsteigen bei mir. Hier gibt es gratis Bier und eine Flasche von meinem Tier. So, ein Schmarres. Guten Tag. Dann sind Sie. Oh. Hi. Was willst du? Gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Diese Menschen hier können nicht reden. Gehen Sie rein, gehen Sie rein. Halten Sie sich fest, schnallen Sie sich an. Leute, schaut hier nicht so viel rein. So, Türen können wir verriegeln, linke Seite. Jetzt geht's los. Wir feiern eine Rede, wir laufen noch die Bolognese. So. Ohohoho. Türkische Sprichwort sagt in eine Finger eine Bank und in den Finger stick. Egal, wir legen los. Der nächste Halt ist dann Olching, auch schon in 1,3 Kilometer. Hier liegen die Haltepunkte sehr, sehr nah aneinander, wie ich finde, so. Ich schätze mal, nach der Kurve kommt's, deswegen bremsen wir schon mal. Der Kollege steht auch schon wieder da. Fahren wahrscheinlich hier in 5 Minuten. 5 Minutes. 5 Minutes. Bis Gott. S3 nach Maisach, genau. Der fährt zurück und hat dann Pause, kann seinen Kaffee trinken und ich, Depp, ich muss nach München reinfahren. Nächste Station, Olching. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt haben wir fast die Ansage verpennt, ihr seid schuld. Schaut euch das an, perfekt, die alte Tafel. Ah, jo, Freunde, ich kann S-Bahn fahren. Guten Tag, kommen Sie rein. Hi, wow, nicht so grimmig. Heute ist ein schöner Tag. Ah, Herr Banker, Sie kommen gerade von der Deutschen Bank, oder? Wie schaut's aus? Haben Sie einen Kredit für mich? Oder soll ich auf Check24 gehen? Ah. Oh, jetzt habe ich Werbung hier gesagt. War natürlich keine Werbung. Ist mir so aus dem Mund gerutscht. Bitte einsteigen. Zug fährt ab Richtung Istanbul. Wir verriegeln links die Türen. Ausfahrt ist frei, Maisach. So. Okay, let's go. Nee, ihr dürft leider nicht. Mein Mensch, tut mir leid. Sorry. So. Ah.
Zeit in 3,3 Kilometer. 20 sind erlaubt. Ich habe jetzt ein bisschen nicht aufgepasst wegen euch. Ich muss euch unterhalten und nebenbei noch auf die Geschwindigkeit schauen. Deswegen bitte nicht mit den Fahrern sprechen. Dieses schöne Schild über diesen Kopf. Bitte nicht stören. So. Die Gleise erscheinen mir hier ein bisschen kantig, ne? Was sind das für Ladebugs hier? Wir fahren mit 120 durch die Vororte Münchens und schlürfen dabei ein Paulaner. Ein Paulaner. Ein Paulaner Weißbier. Das Erding der Weißbier ist sein Pracht. Ja, schön diese S-Bahn-Strecke hier. Muss ich schon sagen. Hier ist ein See, Badesee, ab rein bei dieser Hitze. Einfach nur reinspringen und genießen. Wieder anschnallen, der Zug fährt Richtung Weißenhofen. So, da kommt die Haltestafel. Das heißt, wir sollen langsam bremsen. Nächste Station, Weißenhofen. Ups, wo bin ich denn jetzt? Es tut mir von Herzen leid, was ich da jetzt gesagt habe. Ich wiederhole es. Nächste Station, Grübenzell. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die DB entschuldigt sich nicht für ihr Verhalten. Auf Wiedersehen. Ja, so war es standesgemäß. Wir rollen hier langsam ein. Schauen mal, welche Jungs und Mädels hier einsteigen. Der Bahnsteig schaut ein bisschen voller aus als die anderen. Hier kommt ein bisschen mehr rein. Da hupen wir doch gleich mal. Oh ja, jetzt wird hier Hitte voll. Boah, Leute, fängt das schon wieder an. Für jeden Rülpser, den ich jetzt im Video mache, zahle ich euch 1 Euro. Ah, schaut euch diese buttersanfte Landung an. Perfekt. Macht mir das erstmal nach. So, raus hier. Luft schnappen. Ich schätze hier. Will uns gleich ein RE wollen oder ein IC oder ein IC. Was steht denn hier? Verspätung, circa 2 Minuten ist doch in Ordnung. 7.34 Uhr. Bin ich voll zufrieden, 2 Minuten. Da gibt's doch nichts zu beschweren. Der Kollege kommt auch schon wieder. Verriegeln wir mal. Bremsen gelöst. Ausfahrt frei. München Lochhausen ist der nächste Halt. Also ich hab beschlossen, ich öffne nicht Google, weil ich jetzt ich hab ehrlich gesagt keinen Bock jetzt hier das zu machen. Ich schau einfach auf T und dann F1 und dann ist okay, verlangt einfach nicht so viel von mir. Jo, jo, jo. Was war der nächste Halt jetzt nochmal? Lochhausen. Achtung, Baustelle, hier können Bauarbeiter stehen, deswegen ein bisschen Avanti.
Avanti, avanti. Wir haben weiterhin grüne Fahrt. S3 nach Deisenhofen. So, Haltepunkttafel kommt. Oder wie das auch immer heißt, schreibt es mir mal in die Kommis, wie heißt dieses Schild, was den nächsten Halt ankündigt. Alte Tafelpunkt oder so, keine Ahnung. Ist auch egal. Achtung, Ansage. Nächste Station, München-Lochhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Haben wir das auch schon wieder erledigt. Jetzt können wir uns voll auf unsere Einfahrt konzentrieren. Ja. Ein bisschen schneller könnten wir schon einfahren, damit wir noch ein bisschen Zeit rausholen, aber ist jetzt so. Wir genießen die Fahrt. Sicher ist sicher. Und da heute Feiertag ist, natürlich nicht bei euch, sondern hier nur in Bayern. Habt ihr halt Pech. Hier geht halt alles gemütlicher. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Vollzug. Wir bleiben hier stehen. Tür geht auf, wir schnappen Luft. So, hallo, wo kommen Sie her? Da vorne ist doch gar keine Unterführung. Da sind Sie einfach. Der Zug ist fast leer. Ich fahre einfach nach München und dieser Zug ist fast leer. Mein Gott. Ja, bitte achten Sie. Türen dürfen wir verriegeln. Wir beschleunigen dieses wunderschöne Fahrzeug der Baureihe 423, was meines Erachtens immer noch der schönste Zug ist, der je gebaut worden ist. Natürlich nichts gegen die N-Wegen. Aber ich meine, von diesen neuen Bullshit-Shit-Bugs da ist die 423 einfach das schönste Fahrzeug. Ist auch der meistgespielte Zug, den ich in Train Simulators spiele. Ich hab's euch gesagt. Einfach mal das Horn betätigen und fröhlich sein. Ja, wir haben Radl da auch. Nächste Station, München-Langwied. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt sind wir schon in Langwied. Da kommt schon wieder ein Kollege. Ah, jetzt kriegen wir die erste Ankündigung auf 90. Ist okay, kein Thema, ich halte mich dran. Wir sind ja der Profi-Lokführer, im Gegensatz zum Straßenbahner, das können wir ja überhaupt nicht. Ja, so standesgemäß, ne? Ist doch nicht verboten, oder doch? Egal. Ich tu's einfach.
Denn was verboten ist, ist für mich erlaubt. Dann ist bestimmt Amazon. Na stopp, wir wollten ja jetzt so öffnen in Zukunft. Wir wollen ja original bleiben. Moin Leute, lasst euch Zeit, steigt ein, kommt vor zu mir. Hier gibt's was zu sehen. Ach, alle steigen hin. Nein, nein, keiner will bei mir rein. So. Wenn keiner bei mir rein will, haben sie halt alle Pech. Dann schaut, wo ihr hinkommt. So. Wir schließen die Türen. Weil wir es können. Und besetzen den Weg in Bewegung. Ihr wollt es ja nicht anders. Der nächste Halt ist dann schon Parsing. Ging ja recht flott. Ich hab dann auch Feierabend. Und hab wieder die Ruf von euch. Ich muss nichts mehr tun. Und wenn ihr fleißig mein Video schaut, kriege ich dafür vielleicht irgendwann auch noch ein paar Euros. Also... macht inne, schaut meine Videos, lasst ein Abo da und liked mich so als Nebeneffekt. Ist mir nicht so wichtig, ich gebe mir auch ein Dislike, ist mir doch keck egal. So. Ab jetzt in 90. Schön dran halten. Wir wollen ja ein gutes Punktesystem abscheinen hier. Mann, ist heute schon wieder Schüler. Ich schwitze hier beim Spielen, das gibt's nicht mehr. Zum Glück ist meine Cam aus und ihr seht mich nicht. Ab hier sind die 90, offiziell. Und jetzt kommt der mehrgleisige Bereich. Wir sehen, wir nähern uns München Parsing. Wir folgen der grünen Spur, die die Grünen für uns angelegt haben, aufgrund Umweltbewusstseins. So, 68er Ankündigung. Station München Parsing. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss zum Fern-, Nah- und S-Verkehr sowie zu den Bussen am Bahnhofsvorplatz. Auf Wiedersehen. So haben wir das auch. Willkommen in München Parsing. Wir fahren auf Gleis 6 ein. Gerade noch so. Jetzt haben wir es wieder falsch gemacht. Jetzt sehe ich natürlich nichts wegen den Roller. Jetzt bin ich zu nah hin, machen wir es mal hoch. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Ich hoffe, ich falle jetzt. Wow. Hilfe! Hallo, Kollege, ich bin hier reingefallen. Wieder hoch. Ja, so. Ist das hier jetzt schon Ende? München Parsing?
denke nicht, oder? Hier ist rot. Türen verriegeln. Tür verriegelt. Was jetzt? Der Kollege hat zuerst Fahrt. Ah. Jetzt haben wir hier einen Stau oder was? Oh, da drüben schaut mal. 111er mit Dostos. Wahnsinn. So, was gibt's hier noch in München? Eieiei. So, wir warten. Das lag wahrscheinlich jetzt an unserer Verspätung, die wir verursacht haben, dass der Kollege jetzt einfach mal Vorfahrt kriegt. Dann gehen wir mal hinten raus. Wisst ihr was? Wir schauen mal hier hin. Kommen Sie rein hier. Ah, wir nehmen die nächste. Oh, Achtung. Wir dürfen fahren. Jetzt muss man die Tür nur verriegeln, weil die kriegt man nicht. Na, tolle Sache. Egal. Schaffen wir schon. Wir setzen uns. Und bewegen uns langsam mit 100 km/h fort. Richtung München, Hauptbahnhof. Grund war, der Kollege hat regulären Fahrplan eingehalten, wir nicht. Deswegen wurde er vorausgeschickt. War ein Fehler von uns, nicht von der Fahrdienstleitung, ich entschuldige mich. Der nächste Halt ist dann München-Leim. Hier sind, glaube ich, die Münchner Arkaden. Ich schalte mal ein Gefahren 100. Hab jetzt wieder 120. Das nutzen wir aus. Da muss man nur aufpassen, weil die S-Bahn die andere direkt vor uns ist. Ne? Das könnte also sein, dass wir auf ein rotes Signal stoßen. Da, 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 da. Wir fahren nach München. Da sieht man schon das LZB-Kabel in den Gleisen. Sollen wieder abbremsen auf 100, das machen wir. Wir halten uns natürlich an die Geschwindigkeiten auch wie im Straßenverkehr. Wir nähern uns dann jetzt eben München rein. Aber anscheinend hat sich der andere Zug in Luft aufgelöst. So wie es mir scheint, ich sehe ihn nicht mehr. Ja, Achtung, was ist jetzt los? Da vorne steht er oder nicht? Nächste Station, München, Leim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bedeutet dieses Signal? Ich bin mir nicht sicher. Ich darf langsam hinfahren, oder? Stimmt. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht ab. Scheint gut gelaufen zu sein. Ist das so bei der S-Bahn geregelt? Schreibt es mir mal in die Kommis.
Warum darf ich da jetzt reinfahren, wenn noch der andere Zug in dem Block ist? Ist das so fahrplanabhängig? Ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt habe ich rot, klar. Aber warum durfte ich jetzt in den Bahnhof reinfahren? Vielleicht ist hier ein Lokführer, der zuschaut und erklärt mir das Ganze mal bitte. Würde mich brennend interessieren. Bitte beachten Sie die veränderte Zugreihenfolge. Jetzt haben wir grün. Leute, ich habe noch gar nicht ausgeschlafen. Oh, ICE 3. Boah, sorry. Jetzt geht's los, die Rädern auf dem Lesen. Wir verriegeln die Türen. Diesen schönen, wunderbaren grünen Knopf. Das Spiel spackt hier ein bisschen. Das kommt so ein. Egal. Wir fahren einfach volle Kraft voraus in Richtung München-Hirschgarten. Der Hirschgarten in München. Wie gern wäre ich heute an der Isar. Die Isar ist ein echt toller Fluss, an dem man super baden kann. Ja, man sieht, es leckt ein bisschen. Schade. Marmelade. Aber da hinten kommt langsam die Stadt München. Mit den ersten höheren Häusern. Da drüben ist, glaube ich, irgendwo Google. Gebäuden. So, wir kriegen die 90er. Dann beschleunigen wir auch gar nicht mehr. Denn der nächste Halt ist eben München Hirschgarten. Nicht! Ich glaube, wir haben Glück. Oh Mann, bin ich ein Holzer. Also auch kein Lokführer. Schaffe ich denn überhaupt irgendein Spiel? Ich glaube, ich bin nur ein Ego-Shooter, gut. Ah, diese Hitze, die ist auch fantastisch. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Wer hat schon Lust auf Hitze? Ich nicht. Ich bin gerade gestresst.
bin so richtig gestresst. Ich hab's wieder nicht geschafft, ohne irgendeine Macke euch ein Spiel abzuliefern. Oh Gott. So, egal. Wir beenden jetzt sachgemäß unser Spiel und fahren zur Münchner Donnersbrücke. Da steht ein Güllefass, hier wird gegüllt oder was? Die Gülle, die Gülle, die Gülle, 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 der Bauer Gülle. So, ab jetzt dürfen wir gleich nur noch 80 fahren. Dann ist der ganze Trott am Ende. Nächste Station, München. Donnersbrücke. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wieder schön geschmeidig, nicht mehr so schnell. Schön reinholen lassen. Hier geht's dann auch unterirdisch weiter zum München Tiefbahnhof. Ich weiß jetzt nicht, ob wir über Tief fahren oder ob wir oben halten. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, werden wir gleich sehen. Ich korrigiere mich, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts heute. Oder auch immer. So, schön langsam. Der Kollege hinter mir regt sich wahrscheinlich schon auf. Aber ist mir jetzt egal, lieber sicher fahren als was falsch machen. Ich habe das Gefühl, die bremst aber auch aktuell schlechter. So, rechts entriegeln. Natürlich wieder falsch gemacht. Wollte doch per Knopfdruck. Bitte aussteigen! Ihr habt hier die lustigste S-Bahnfahrt der Welt gewonnen. Die für euch so lustig wird, das weiß ich nicht. So. Wir setzen uns auf unseren bequemen Sitz. Ich schätze, wir fahren jetzt unterirdisch. Vermute ich jetzt mal laut Signal. So. Wir schließen die Bude. Und fahren Richtung Hackerbrücke. München Hackerbrücke. So stark beschleunigen. Hier geht's eh bergab. Da müssen wir uns kurz im Schacht halten. Nächste Station, München Hackerbrücke. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh. Achtung. Oh.
Scheiße. Leute. Ich hab's nicht geschafft. Es wurde wieder abgebrochen. Wieder habe ich Scheiße gebaut. Es tut mir leid. Ich werd's einfach nicht schaffen. Jedenfalls, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich krieg's irgendwann gebacken für euch und dann. Ich wünsche euch was. Genießt die sonnige Zeit noch. Auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, abonnieren und liken und natürlich ein Statement dalassen. Ciao, euer Gamer.